der Witz, kam Ausgang, wo das geht ja nicht. Das ist ja. Gibt's hier nicht mehr zum Decken? Ach, kleiner Tipp, nimm dir doch einfach einen Kompass mit. Der führt dich dann irgendwie schon zur Stadt. Ah, ein Kompass, das ist was für Weicheier. Puh, da braucht man niemanden. Ich hatte aber meinen auf. Hatte auch. Ich hatte aber auch einen dabei, wo ich ja wieder nach Hause wollte. Okay, der Chat sagt gerade Obsidian mit Glück, das geht nicht. Ja, merke ich. So, jetzt bin ich wieder hier in der ganzen Schoße. Ich glaube, was ist überhaupt, sieht man überhaupt hier irgendwie Info? Nö, nichts von Zeit und so. Lalalalalala. Ich glaube, ich baue mich hier irgendwie nicht durch. Ich renne von A nach B und von B nach A und irgendwie schauen Leute zu. Das ist gut. Na, wieder bis Z. Wo bist du jetzt? Ich glaube, ich gehe dich mal suchen. Oh, cool. Da unten sind Skelette. Wo bist Eins, du? Eins, zwei, drei. Ui! Wo bist du? Oh, in einer anderen Höhle. In einer anderen Schlucht, glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin einfach mal vom Anfang irgendwie in diesen Dungeon reingelaufen und jetzt weiß ich selber nicht mehr, wo ich bin. Doch, ich weiß auch, wo ich bin. Ansonsten brauchen wir irgendwie. Müssen wir irgendwie zur Bibliothek kommen, weil da müsste noch ein Crafting Table von mir stehen. Und dann irgendwie uns einen Kompass craften. So, hier ist wieder Obsidian, das du wahrscheinlich abgebaut hast. Ja, ich versuche mir einfach irgendwie wieder zurückzukommen. Wo bin ich? Danke sehr, Robert. Hier ist die Kiste. Ist da irgendwas drin? Nein. Da ist auch nichts drin. Oh mein Gott, wo ich. Ach, ich sehe dich. Deinen Namen auf jeden Fall. Und danke sehr, Lobotale. Wenn du, ja, ich habe eventuell nicht Fragen, weil wenn ich Fragen hätte, wüsste ich ja, dass ich es nicht weiß. Und das kann ich. Ich kann Fragen nicht fragen, die ich nicht weiß. Das ist paradox, aber stimmt. Wo ging's denn hier? Verdammt, aber irgendwo hier ging's doch wieder raus. Oh. Ah, ich sehe auch deinen Namen da ganz hinten. Ich muss mich jetzt auch irgendwie durchbuddeln. Du kommst näher. Wow, okay, Schlucht. Okay, da ist Wasser. Und da ist. Oh, okay, ich weiß, wo wir sind. Blub, blub. Hallo. Gaps Live, was du hier verirrt hast. Ja, ich hoffe, du wirst hier nicht zu treue sein und hier rumalbern und rumvegetieren. Wie ging es dir nochmals raus, ne? Also, ich will ganz raus eigentlich wissen. Okay, da unten ist Wasser, also springen. Hat geklappt. Cool. Ah. Ich dachte eigentlich, ich springe jetzt daneben. So wie ich mich kenne. Aber hey, es hat geklappt. Hui. Ich bin wieder. Oh nein. Bin ich wieder anfangen hier? Mein. Ach, hier. Und jetzt sind wir. Ich laufe im Kreis, meine Güte. Was willst du denn suchen? Einfach raus. Dann geh raus. Aber ich weiß nicht mehr genau. Ach, genau hier. Ah, so doof. Ist gar nicht gekennzeichnet. Ja. Ender Dragon, logisch. Mein Gaps Life. Ender Dragon, logisch. Lobenthaler, danke sehr für deine Infiltrierung. Willkommen im Club der Unerbärmlichen. Nein, im Club der. Wie hieß er was? Irgendwie Dom oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Jo, ja, keine Ahnung mehr. Ist schon lange so her. Ja. Also, eine Dame und ein Mann hier wollen Ender Dragon besiegen. Im Club der Bekloppen, genau sowas. Im Club der Bekloppen. Genau. Wieso auch immer auf diesen Namen kam, keine Ahnung. Er ist jetzt auf jeden Fall da. Ich hab einen Obsidian-Block irgendwie abgebaut. Keine Ahnung wie, da fragt sich der Hengst und die Schute. Vielleicht habe ich ihn auch abgebaut und du hast ihn eingesammelt. Ah, weil ich dich an dich gerieben habe. Okay, nein, das werft wieder Fragen auf. Ist erst 8 Uhr. Oh, hallo Hexe! Na, also du bist mir aber ganz schön doof. Kann ich mit einer Hexe verlieben? Gaps Live, das ist mein Server, genau. Mein persönlichen Server. Mit, glaube ich, 4 Slots oder so. Ja, 4. Eigentlich für Let's Player, also vorgesehen. Und nun ist mein Server drauf. Oh, ich habe irgendwie Probleme mit Gelenken und Co. Ja, mit meinen jungen Jahren. Ja, jung. Für Leute, hier bin ich alt, uralt, aber anderweitig bin ich schon verdammt jung. Auf YouTube bin ich ein Urgestein und im Leben bin ich der jüngste Mann der Welt. Und so ist das dann gewissermaßen. Wo
auch Steine? Haben wir ja Steine? Wir haben alles hier. Ich geh mal das kurz. Brauchst du eigentlich noch Steine? Weil ich. Hier ist wohl ein Creeper explodiert. Ja, da stand ich. Aha. Jakobs Live als Zuschauer kann man also nicht offiziell mitspielen. Muss ich wirklich strikt durchgreifen. Laura ist eine Ausnahme. Ist die Ausnahme und einzige Ausnahme, wirklich, weil die macht cool. Auch etwas. Weil man darf nicht, wenn man jedem sagt, oh, du darfst auch, irgendwann mal atet es aus und man ist untergraben von. Naja, man weiß, wie es ist. Es ist fürs Allgemeinwohl. Die wollen doch keinen Krieg anzetteln, oder? Keinen Krieg! Unoffiziell, na, inoffiziell eher am anders. Nee, nein, Laura bleibt auch nicht so lange hier, also es ist eher so eine Ausnahme. So, ich bin jetzt mal so toll und ab den Ausgang, also diesen Eingang zu dieser Schlucht, einfach mal ein bisschen mit Obsidian markiert. Ich habe auch ein Stack schon von Obsidian mit 8. Also das reicht. Normalerweise mach ich das mit Fackeln, aber gut, Ja, ich hatte jetzt keine Fackeln dabei. Ah, ich hätte einen knappen Stack. Ein Stack, Mann. Egal, ist das so. Und ich weiß gar nicht, ich bin so am Zweifeln mit mir selbst, weil Projekte und Co. Ich hab so, weil ich bin ja, man weiß ja hier alle auf Twitch und auf YouTube, ich bin kein Vollzeit-YouTuber, das kann ich mir nicht leisten. Und ich würde so gerne so viel Projekte realisieren und es ist einfach nicht möglich, weil kein Vollzeit-YouTuber, aber und, ich möchte einfach, ist ein Geben und Nehmen. Weil ich will auch wieder, bei Witcher habe ich ja durchgespielt, also Witcher 3. Und es kommt ja das große Update, also Update DLC, von Blood and Wine und das muss ich auch spielen. Aber wenn das niemand schaut, dann ist eher, ich spiele es eh, aber es wäre noch schöner, wenn das noch jemand schauen würde. Aber man kann sich Leben nicht aussuchen, das ist so. Gut, so, hey Mann, jo. So. Ja, Lobenthaler, danke, dass du dabei warst. Die kurze Zeit auf jeden Fall in Erinnerung behalte ich hier jeden, der was schreibt. Jetzt so 2 Minuten später. Wie war der Name? Wie hieß der nochmal? Darf ich wieder vergessen? Ja, weil Namen kann ich echt nicht. Weil ich bei mir so Gesichter kann ich wirklich merken. Ich kann Gesichter über Jahre merken. Aber der Name dazu fehlt mir einfach. Ja. Namen habe ich keine Chance. Oh, da öffne ich ja meine Kuren. Ich wollte das hier nur, das Obsidian hier reinpacken, in diese Materialkiste. Ja, das kann man auch wieder umbenennen, aber ja gut, vielleicht? Nein, ich will das offscreen machen, ich will nicht im Live-LP, will ich hier nicht irgendwie so gesehen cheaten. Ich mach mir mal. Was willst du denn, Cheatner, sag ich dir mal? Weil ich will ja auf meinem Eingangstürmen, die ich zur Bucht gemacht habe oder zum Hafen, will ich da irgendwie ein Dingens. Mann, trinkt Eistee, verdammt nochmal! Gab's live trinkt Eistee, du. Ja, und ich möchte irgendwie ein Dach machen aus Wolle. Und das geht ja schlecht und recht, wenn ich da irgendwie mal wieder rumhantieren muss. Da. Ja, also Wolle müssten wir eigentlich genug haben. Und das sind 2 Creeper. Oh Gott, die sind jetzt beide explodiert. Oh, nee, nur einer. Oh. Wo denn? Hier. Kurz vor deinem Lager rum. Da ist noch ein Skelett. Ey, läuft bei mir. 2 oder 3 Creeper und ein Skelett. Okay, das. Den versuch jetzt mal so. Ach, die. So. Das ist, ja, explodiert. Lobenthaler, du bist zwar offline, aber ich beantworte die Frage nochmals. Palle, Revi und Co. kenne ich alle, so aus dem Hören her. Geschaut, ich habe keine Zeit, um zu schauen. Und ist auch nicht so, die moderieren ganz anders als ich, irgendwie habe ich so das Gefühl. Obwohl das ja irgendwie fast das Gleiche ist. Mainstream-YouTuber sind scheiße, Gaps Live. Also wenn ich mal, ja, jetzt bin ich noch cool, aber wenn ich dann auch wieder mehr Abonnenten zu bekommen und Co., dann werde ich vielleicht auch Mainstream-YouTuber und dann finde ich es mir auch scheiße. Ist Lauf der Dinge, kann man nicht ändern. Oh Gott, man sollte niemals nachts rausgehen, dann wird man einfach nur verfolgt.
Und hallo, Tatjana! Was? Oh Gott! Janina, Tatjana! Oh Mann, der Name auch! Hilfe! Ich glaube, hier sind alles hinter mir her. Creeper, Skelette und da ist wieder was explodiert und oh Gott. Ich muss einfach kurz flüchten. Kannst du mal kurz schlafen gehen? Schlafen gehen! Ich werd verfolgt! Wo bist Hilfe. Du denn? Ich komm mal kurz Hilfe, ne? Mhm. Ich glaube zumindest, dass hier einfach... Ins Wasser rennen ist die halbe Miete mal geschehen. Ja gut, jetzt werde ich eigentlich nicht mehr verfolgt, aber vorhin ist das explodiert, also ja. Ja, also gut, zumal Sarah und ein Fisch von der Terrasse ist durch. Unser. Oh, ich habe Creeper gesehen. Ja. Und bin da weggelauscht und der ist explodiert. Ja. Bei mir ist auch explodiert. Der gleiche? Komisch. Also nein, auch ein Creeper. Wie auch immer. Ach, da. Nein, Herr Lobenthal, du hast gesagt, du bist einmal offline und schreibst weiter. Ist ein bisschen skurril. Du bist offline und schreibst weiter. Und, wo sind wir hier? Gaps Live, ja, ist eben so. Leute, die groß sind, hat jeder seinen Geschmack. Weil, ich sag jetzt mal so, das Pendant, ich bin ja, ich schreib... Oh, Sarah, Facebook-Bilder wie... Ich weiß nicht, Facebook-Bilder... Ach stimmt, da habe ich ja Facebook auch angeschrieben. Oh, habe ich den... Das Login noch für den Facebook-Account? Weil ich habe ja zwei Facebook-Accounts. Ich habe den für YouTube und Co. und meinen privaten. Ja, Lobenthal, du hast am 20.14 Uhr geschrieben, muss off, wann streamst du wieder? Naja. Oh, hier wurde sie auch ein bisschen gesprengt. Halleluja. Ja, Creeper sind böse. Die einzigen, die schlimm sind. Willst du mein gerne Eistee. Ich habe hier für den Notfall noch das hier. Energiedrink. Aus Schweiz. Ja. Ach, irgendwie ist. Nee. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal eben die ganzen Wege wieder reparieren. Ach, das wird vielleicht irgendjemand tun. Das macht sich von selber. Ja. Ganz und, bestimmt. Und das und die Dame heißt dann Laura, die das selber macht. So ganz von alleine. Nee. Nein. Aber wieso kriege ich denn hier keinen Eistee? Und Gaps Live ist noch geschieht wegen Leute wie Erblade, finde ich okay. Ebenso Leute wie Erblade und Co. Aber muss ich sagen, ich weiß, ich bin Eigenlob. Ja, ich habe auch nur pro Woche einen hier stehen. Nur im Livestream trinke ich, wenn ich müde bin, mehr nicht. Ansonsten überzuckerte Sachen nehme ich nie. Das ist die einzige zuckerhaltige Sache. Die ich trinke und esse in meinem Leben. Das einzige Ding. Aber ist ja was anderes. Was wollte ich wieder tun? Ja, ich werf mal das Eisen, ja, schwert mal weg. Ist gut. Das mach mal immer so. Ich habe übrigens, also da war eine Kiste, wo Erde und ein Stack Kies drin war. Damit repariere ich jetzt einfach mal die Wege. Gut, das ist sehr schön. Ja. Warte mal kurz. Ich komme. Weißt du, so, ich beneide Gronkh irgendwie ein bisschen. Der kann das so gut den Chat lesen und so schnell, das ist ja unfassbar. Und ich habe schon Eulen gehen und irgendwie, oh. Eisendiaschwert? Oh, oh, cool. Ein Eisendiaschwert ist eine Mischung. Das ist so Eisen mit. Ein Eisenschwert mit einem Power-Up auf Dia. Aber ist kein Dia. Boah. Ich glaube, man sollte hier ein bisschen wieder Fortschritt zeigen, denn es ist nicht so schön, wenn man die ganze Zeit rumrennt. Also, muss man wirklich so sagen, mich haben Leute, ich weiß, Eigenlob stinkt und Co., aber mich haben auch schon Leute auf Twitch und YouTube schon geschrieben, ich sei das Pendant für die Schweiz, also für die Schweiz als Gronkh. Ich bin da Schweizer Gronkh. Und ich weiß nicht, wie die darauf kommen, weil ich bin zwar auch redegewandt und vielleicht
amüsant? Ich weiß nicht, aber ich sehe das gar nicht so. Ich bin nur ein kleiner Fifi. Also, wir nicht. Und ich weiß nicht, ob das jemand anderes von meinen Zuschauern auch beraten kann, aber ich war damals schon ziemlich beruhigt. Ich habe schon 30.000 Mal erwähnt, aber naja. Aber letzte Woche war das auch so. Irgendjemand hat auch geschrieben, ich bin ein Grand der Schweiz. Aber naja, warum muss vielleicht auch so rumkommen. Ich habe hier auch ein kleines Baumhaus gefunden. Ja, das hat sich ein... Das hat sich, glaube ich, ein Zuschauer in der vierten oder fünften Folge gewünscht. Von 250 jetzt aktuell. Ich weiß... Oh, schon, wir müssen hier... Hier ist noch Haus und Dach. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Dach überhaupt sein soll, weil hier sind... Da sieht es so aus, als... Keine Ahnung. Lobenthaler, meinst du jetzt höchste Zuschauerzahl auf Twitch oder auf YouTube? Ich bin wahrscheinlich auf Twitch. Das war, als ich mal Scrap Mechanics gestreamt habe mit einem Kollegen. Bevor ich hier Minecraft als Stream gemacht habe, war das, glaube ich, weil ich irgendeinem Abend oder knapp Mitternacht gestreamt habe, kamen da Amerikaner rein und da haben wir plötzlich Englisch umgeswitcht, den ganzen Stream auf Englisch gemacht. Und da waren es plötzlich irgendwie 40, 50 Leute. Und die haben sich amüsiert, wie ich Englisch rede, aber haben alles verstanden, offenbar. Hoffentlich. Hoffen wir mal einfach. Und die haben gedacht, als ich auf Englisch, also die Leute, die neu dazugekommen sind im Stream, haben gedacht, ich komme irgendwie aus Amerika, weil ich irgendwie, ja, so keinen Akzent habe. Auch in, also ich habe auch schon Streiche gespielt mit Deutschen. Aber ich bin ja aus der Schweiz. Schweizer Dialekt ist ja, ist zwar fast gleich, aber man versteht, Deutsche verstehen es nicht, sagen wir mal so. Und ich habe einfach mal so geredet wie jetzt. Und ja, der hat's nicht gecheckt, dass ich ein Schweizer bin. Und das war schon ziemlich genial. Ich veräpple wirklich sehr viele Leute mit meiner deutschen Sprache, die ich so drauf habe. Ich hab's auch erst nicht gewusst, dass du Schweizer bist. Genau. Ist ein bisschen normal, also, weil ich. Man kann auch nicht Schweizerisch reden, da würde vielleicht die Hälfte oder nicht mal ein Drittel dazu. Zuschauen. Und das gibt's ja offiziell irgendwie in keiner Form, kann man das auf Twitch einstellen. Auf YouTube gibt's zwar die Domain youtube.ch, aber ansonsten nicht. Also man kann nicht die deutsche Sprache auf, weil es ja keine offizielle, Schweizerdeutsch ist keine offizielle Sprache, die man schreibt. Nur eine Sprache, die man spricht. So, raus. Doof zum Erklären. Gut, wir müssen hier vielleicht ein bisschen mehr an Weizensamen rankommen. Wir besamen mal wieder die Ernte. Ja, ich bin hier gerade bei diesem, sag ich mal, automatischen Beet, wo man halt nur den Hebel drücken muss, dass sich das dann von selbst erntet. Genau, dann will ich eigentlich jetzt Weizenkörner holen und die auffrischen. Irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass hier noch nichts drauf gepflanzt war. Gaps Live, ja, 8000 Abos. Bist du für dich noch klein? Ich weiß nicht. Mir habe ich das Gefühl, dass auf diesem Beet überhaupt gar nichts drauf gepflanzt war, weil das Tor hat sich gar nicht gefüllt. Mit irgendwie Samen, Weizensamen oder. Die habe ich schon rausgenommen. Okay. Sag gerade, kannst du auf Gome HD Server spielen? Nein. Erstens, der Freitagabend ist da voll zu. Der hat keinen Platz mehr. Ich glaube aber irgend vor drei, vier Wochen, glaube ich. Ich war, glaube ich, hier jemand irgendwie, der irgendwie. Genau, PvP scheiße. Logisch. Allgemein PvP, sogar bei Minecraft kann man nicht viel erzählen, da wird man immer das gleiche sehen. Okay, Minecraft allgemein wird man immer das gleiche sehen. Aber ich finde PvP in Minecraft, naja. Ich bin auch grottenschlecht drin, also, ja. Ich hasse es immer, wenn ich manchmal auf Gomme bin, dass immer, wenn ich irgendwie Skywars spielen will, dass man
immer von einem irgendwie Premium-Spieler rausgekickt wird. Also, weil die können halt immer joinen in irgendeine Runde und ja, dafür wird irgendwie ein normaler Spieler immer gekickt. Und ich habe das Gefühl, das bin immer ich. Das ist aber scheiße. Man müsste theoretisch gesehen einen vorweg reservieren. Also so 2-3 Plätze für Premium-Partner. Ja. Und nicht dann irgendwie raushauen. Das ist ziemlich doof. Oder irgendwie eine eigene also es gibt bestimmt auch so eine eigene Premium-Lobby machen, wo halt zwar auch halt eben nur Premium-Spieler sind, wo halt kein normaler Spieler gekickt werden kann. Weil ich glaube, dass nicht so viele Premium-Spieler sind das. Ja, hat man auf unserem Community-Server, den wir jetzt eigentlich immer noch in Planung sind, aber irgendwie nie mehr in Betracht gezogen haben, den weiterzuführen, weil alle gehen irgendwie auseinander. Oh, Lobenthaler ist. Oh, okay, jetzt, ich liebe PvP, bin unter Top 20 in Quick Bad Wars. Oh. Und Gaps Life war 1,5 Jahre Minecraft-PvP-Spieler, hab die Nase voll. Ja, ich bin. Keine Ahnung, ich habe ja auch von Minecraft, habe ich auch 3 Jahre Pause gemacht, also im Let's Play. 3 Jahre Pause. Und ich bin jetzt schon wieder bei Folge 240 in der Staffel 2. Meine erste war, glaube ich, 70 Episoden oder so. Das war mein erstes Projekt, danach kam The Elder Scrolls Skyrim. So, ich versuche mal die Schafe irgendwie zu paaren, beziehungsweise ein grünes zu bekommen. Oh, heilig. Grünes, das tat sich dann überall. So, lustig. Okay. Okay. Mystery Mansion im TS. Ja, ja. Gaps Live. Immer wieder gerne. Damit irgendwie nichts gemacht. Obwohl es scheinbar zu lang gedauert. Okay, zweiter Versuch. Ich brauche ein anderes gelbes Schaf. Ja, Server würden wirklich pleite gehen, wenn man extra Lobbys einrichtet für Premium-Partner. Vielleicht müsste man einfach so gesehen für Premium-Leute irgendwie einen Boni machen oder so. Das würde besser funktionieren. Weil wir haben ja auch in unserem Community-Server, den wir eigentlich immer noch aufbauen. Ja, ich weiß, ich rede schon 3 Jahre davon. Nein, ein Jahr davon. Wir hatten mehrere Ansätze für den Community-Server, aber es war nicht so gedacht. Ja, und der ist hat, glaube ich, auch eine City-Build-Welt. Ich habe jetzt irgendwie hellblaue Schafe bekommen. Nochmal hellblau? Nee, hellblau. Doch, hellblau. Ich bin gerade ganz anderswo. Ich verknüpfe zwei Sachen miteinander. Nein, City-Build-Server gab's oder gibt's später dann mal. Dann gibt's ein Free-Build irgendwie Abbau Survival-Welt. Danach also gibt's. Hier ist ja sowas. Free-Build und Abbau. Überleben. Lobenthaler, der Server ist kostenlos, aber er ist nicht on. Also er ist irgendwie in Planung und da wird noch lange nicht fertig sein. Weil wir müssen noch Spawns und Pipapo und Pralala bauen. Da wird noch einiges da dazukommen. Also wird vielleicht Jahre noch dauern. So, dann haben wir hier die Weizen. So. Wir haben noch Weizen. Dann können wir noch Brote backen. Das ist eigentlich sehr kurios, dass man in Minecraft Brote nicht backen muss, sondern craften. Ja, ich finde es irgendwie auch besser, also meiner Meinung nach, dass wenn man die zwar ganz normal noch craften kann, aber dann nochmal zusätzlich in den Ofen legen kann, dass die dann mehr Hungerkeulen auffüllen. Was? Wirklich? Nein, das geht nicht, aber ich finde es cool, wenn das gehen würde. Schade. Ich habe es auch mal ausprobiert. Geht nicht. Die Grammatik-Bitches on the road. gut. Erde, Erdogan mit dir, der Witz kommt irgendwie nie an. Gut. Oh, Kies. So. So, dann haben wir hier zumindest mal ein bisschen Eisen gefahren und wird schon wieder dunkel. Verdammte Hacke. Kann nicht wahr sein. Es ist schon länger dunkel. Okay. Ja. Bin hier ganz sicher, Hasenstall. Schafstall. Hoffe ich zumindest. Ist es immer noch so, wenn 50% der Leute schlafen gehen, dass es wieder morgen wird? Nein, es müssen wir alle schlafen. No, ich gehe dann mal schlafen, ne? Ich bin zu lang auf dem Server. Ich bin zu lang im Spielen.
Alpha 00 irgendwas. Ich meine, wie soll es denn aussehen, dass dann einfach bei dem, der eben nicht geschlafen gegangen ist, plupp, der Tag ist? Ja. Oh, okay. Gaps Live schreibt gerade, schreibe am Mittwoch letzte Arbeit allgemein im Fach Deutsch. Habe ich nicht mal mehr in der Berufsschule. Und jetzt lerne ich, indem ich Leute verbessere. Ja, da kannst du mich laufen verbessern mit meiner Sprache. Achso, das geht offenbar, bei mir hast du einen 100% Job. Das geht auch kein Problem hier. Dass du hier, auf jeden Fall, ist ein bisschen komisch. Na, wenn du Deutsch und Schweiz, ist ein bisschen andere. Wir haben zum Beispiel das Doppel-S nicht. Also das ist was, das wir nicht haben in der Schweiz. Wir haben eigentlich so französisch angehauchte Tastatur, aber eher, nein, doch, haben wir eigentlich schon, weil wir noch Westschweiz dabei haben. Gaps Live, danke sehr. Und du hast den Server in der Wolke, irgendwo auf einer Festplatte. Deutschland. Ist günstiger als in der Schweiz. Viel günstiger. Das glaubt man kaum. Ich verpaar mal die Kühe, weil wir brauchen immer noch Leder. Ja, das ist so. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal so viele Kühe, wie wir jetzt Schafe haben. Das wäre auf jeden Fall gut. Wo ich den Server habe, das ist logisch. Aus Deutschland oder allgemein aus der EU, denn in der Schweiz ist so ein Server unbezahlbar für so einen Honk wie ich. Das geht nicht. Das ist unbezahlbar. Ja, nur der Supermarkt. Ein Server vom Supermarkt, ja, von Aldi, genau. Die gibt's ja auch bei uns in der Schweiz. Seit knappe 4-5 Jahren. Ist nicht so wirklich toll. Ist eher gesagt schlechte Qualität. Lidl und Aldi sind ja jetzt in die Schweiz gekommen seit 10? 8 Jahren, keine Ahnung. Und ja, die sind bekannt für ihre schlechte Ware. Sehr schlechte Ware gegenüber der anderen Märkte, die wir hier haben. Ich fahr mal ein bisschen Wolle für deine Wolldächer für die Türme. Ich wollte eigentlich gerade Dingens holen. Ne Schere. Ich hab schon eine hier, alles gut. Edeka kenne ich gar nicht, mein Freund. In der Schweiz gibt's den gar nicht. In real life? Also, sag mal so, Sir Graf ist schon der halbe Name. Kannst du denken, was du noch da reinschreiben möchtest? Das habe ich, glaube ich. Ich habe die kaputte Schere genommen. Wow, ich bin Horst. Ich bin Horst. Ja, meine ist fast kaputt. Aber egal. Also, Herr Lobenthaler. Ich heiße zum Nachnamen Graf. Meine Urgroßmutter hatte Kaiser geheißen und glaube ich, weil meine Urgroßmutter hatte immer Kaiser geheißen. Also meine Familie geht immer bergab. Von Kaiser, König zu Graf. So, scheiße. Aber immer noch irgendwie adlig. Ja. Immerhin. Naja. Ja. Und irgendwann einfach nur noch Bauer oder sowas. Ja, wäre nicht schlimm für mich. Lohenthaler und Gaps Live werden sich irgendwie die ganze Zeit im Chat korrigieren. Zum Glück habe ich seit 4 Jahren kein Deutsch, Englisch und Französisch mehr. Nee, Englisch habe ich noch, aber nur noch technisch Englisch. Also keine Schreibweise und Co. mehr. Ist ja Lehre. Bin ja, kurz, in 3 Wochen habe ich Abschlusstest. Also, boah. Geht gut mit mir. Ich habe in der Schule momentan auch gerade Französisch. Bäh. Und dann bin ich auf dem. Oh, da ist ja hier sehr viel schon geschoren. Ja, sehr viel. Ich bring die Wolle mal in die Wollkiste. Blau, 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 blau. Cool. Aber nur noch kein grünes Schaf. Ja, wir haben ja alle Farben hier. Wir bräuchten einen Kaktus, da gibt es den grünen Schaf. Zumindest einen dunkelgrünen. Dann müssten wir das noch mit weiß verpaaren, dann hätten wir da die Hälfte. Gut. Aber wir haben keinen Kaktus. Glaube ich zumindest. Gaps Live. Oh, Hoheit, verzeihen Sie mir mein untreuen Wort. Ich werde in Zukunft meine vorliegende Helligkeit Ihnen widmen. Natürlich, klar, du Tollpatsch von... Nein, es ist nun mal so. Ah, ich... Aber muss man sagen, meine
meine sehr, sehr, sehr weite Vergangenheit kommt von Habsburg. Also meine gestorbene Familie kam von Habsburg und hatten wir, glaube ich, sogar ein Schloss. Cool. Aber das ist ja nicht mehr so, wie es mal war. Es wäre so geil, wenn es irgendwie mal vererbbar wäre, aber ja, so im Schloss zu wohnen mit viel Geld wäre schon geil, aber ja, die Zeit ändert sich halt. Ach, Lobenthal heißt Florian, das kann ich mir nie merken. Ich Laura, er Florian. So, jetzt hast du es gemerkt. Nein. Nu. No. Ich gehe mal auf Faktensuche, also das ich sollte vielleicht mal bei Sand vorbeischauen, nicht bei grüner Wiese. Kevin, alles Könner? Kevin! Hat dich deine Familie nicht gern gehabt, deine Mutter und Vater, dass du Kevin heißt? Das ist ein Insider, sorry. Tut mir echt leid, sorry.